CTC und der Professor warten auf uns. Was die wohl von uns wollen? Das und mehr finden sie, naja, eigentlich jetzt heraus. Okay, dann lass uns mal rausfinden, was die beiden von uns wollen. Hier sind wir. Okay, das sehe ich. Ich habe mich gerade angeregt mit CTC über die Mega-Entwicklung unterhalten, zu der du Nachforschung anstellst. Man kann dir wirklich nur gratulieren. Ich wünschte, ich könnte wie du die Mega-Entwicklung einsetzen. Habe ich noch nie gemacht, aber gut. Du musst wissen, dass CTC königliche Vorfahren hat und somit auserwählt ist. Fürwahr. Ich bin wohl ein Nachkomme des jüngeren Bruders als Königs. Okay. Allerdings reichen Erzählungen 3000 Jahre zurück und sind somit nur bedingt zuverlässig. Übrigens, FLG, weißt du, wo der Holo-Log entwickelt wird? Nein. Nicht im Labor von CTC. CTC verdient wahrlich unseren Respekt. Ein Teil der Erlöse steckt in Forschungsprojekte, die dem Wohl der Pokémon und Trainer dienen. Menschen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Die, die geben und die, die nehmen. Genauso wie die beiden legendären Pokémon der Kalos-Region leben Gaben und Namen. Ich möchte anderen etwas geben. Aber auf der Welt gibt es genügend Narren, die ihre Stärke zur Schau stellen wollen, indem sie von anderen nehmen. Diese Menschen sind abscheulich. Vor langer Zeit wollte der König von Kalos alles für sich haben. So erschuf er eine schreckliche Waffe. Letzten Endes entfesselt er die Flammen der Zerstörung. So wird es jedenfalls überliefert. Kalos ist wunderschön, so wie es jetzt ist. Wenn die Zahl der Pokémon und Menschen nicht weiter steigt, gibt es auch keine Streitigkeiten. Doch die Zukunft steht noch nicht fest. Niemand kann sagen, dass es morgen genauso sein wird wie heute. Was der König damals getan hat, war falsch. Aber ein Gutes hat es dann doch. Die ultimative Waffe hat auch all das Schlechte ihrer Ära vom Antlitz der Welt gefegt. Wir halten den King... Hä? Okay, warum? Weil du der König bist und deswegen halten wir den King... Hä? Danke, dass du mir zugehört hast. Das ist ein kleines Dankeschön. Was will ich damit? Das ist ein Kingstein. Hä? Was für eine flammende Leidenschaft. Seine Reden sind wirklich mitreißend, was? Das heißt nicht, dass sie aber gut sind, oder nicht? Sie verraten deutlich seinen berechtigten Stolz auf seine Abstammung. CTCs Worte sind sehr prägnant. Und in sich schlüssig, aber das muss nicht heißen, dass er auch recht hat. FG, das Wichtigste ist, mit wem du deine Zeit verbringst. Genieße die Zeit, in der du mit deinen Pokémon die Kalos-Region bereist. Und unsere Pokémon, ja, die sind auf jeden Fall, wie die alle gucken. Die Rede war so gut, oh mein Gott. Okay, wir haben unser Lapras, unser Entwickler von Nask, Relaxo, Zekrom, Amoroso und unser Feuergesteins-Pokémon, was auf den Namen Makago hört. Richtig. Ich bin gut im Pokémon-Namen. Eine Holo-Nachricht. Es ist Relus-Tomato. Lange nichts von dir gehört. Ich wollte dir Bescheid geben, dass wir uns alle auf Route 14 treffen. Okay. Auf zu Route 14, mein Lieber. Ich weiß zwar nicht, wo die ist, aber das lässt sich bestimmt herausfinden. CTC, Bistro CTC, nicht schlecht. Der hat sowas gebracht, der Junge. Okay. Karte, weil sonst finde ich das nicht. Wo muss ich hin? Ich bin in der Mitte, gut, das hilft mir jetzt aber. Ich gehe mal davon aus, dass unten ist, wo der Eingang ist, aber das hat vier Eingänge. Okay, ich gehe mal davon aus, dass das unten, also Süden ist. Dann müsste das hier Norden sein. Und dann müsste ich hier in die Gasse reingehen. Dann sollte ich direkt auf Route 14 laufen. Ich bin bestimmt sowas von falsch. Bin lang. Kann man hier... Nein, ich... Ich wollte nur gucken, ob ich angeln kann. Oder ob ich den Jungen da reinschubsen kann. Jetzt seid nicht dagegen. Ihr hättet genau dasselbe getan. Ich kann gar nicht... Der hat mich angelogen. Dieser Junge. Voll gemein. Okay, gut. Das ist nicht... Wir sind aber am Nordring. Das ist nicht Route 14, aber... Das passt schon. Was ist das? Haustipp? Nein. Ich sehe nicht, welche Route das ist, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sie richtig sein wird. Das sieht auch danach aus, wir gehen... Ah. Route 15. Okay, gucken wir nochmal nach. Was war Route 15? Ich glaube, Route 15 wird dann nach Osten sein. Warum ich auch immer ein... Ah, ich will vermutlich nach Route 16. Aber warum immer sie über Route 5... Egal. Ich kann anscheinend hier nicht lang und muss erstmal das Dreieck lang laufen. Und dann wird das irgendwie passen. Also go, go, go im Nordring. Und
Wir rasen auf jeden Fall durch. Was ist das hier? Grand Hotel Pique Fatigue oder was auch immer das war. Und das hier ist das Kunstmuseum. Sehen wir aus, als wären wir Kunststudenten? Nein, ganz bestimmt nicht. Das sieht aber gut aus. Perfekt. Aha, Madame F. Ja, was ist denn? Oh nein. Du bist aber schnell. Ja, natürlich. Angerufen und hier bin ich. Hallo, Madame F. Wir haben gerade verglichen, wie viel... Ja, natürlich habe ich gewonnen. Ja, Relos. Immer diese Pokonut. Okay, wie viele Pokémon habe ich hier? Guck mal. 61 Pokémon. Dagegen komme ich nicht an. Ich habe verloren. Ja, aber natürlich... Was? Nein, 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 nein. Ah, oh, Sensory muss... Team Heat Sensory, oh Gott. Mit Tau... Oh nein, 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 nein. Das wird böse End... Oh Gott. Okay, Pokégun. Du machst die alle fertig, okay? Okay? Okay, gut. Level 52, das fängt ja schon mal gut an. Wir Blattgeist nicht einfach. Oh nö. Er hat meinen physischen Blattgeist predicted. Hat er gut gemacht, aber jetzt frisst du trotzdem diese Blattgeist. Das ist bestimmt vierfach sehr effektiv und du gehst down. Oder auch nicht. Was ist mit Psychostoß? Hauen wir einfach mal drauf. Ja, der boostet sich in der Defensive, aber die Spezialdefensive hat er komplett offen gelassen. Das heißt, der Psychostoß könnte eine Menge machen. Und die kommt er. Bam! Wait, warte mal, Psychostoß war die andere Attacke. Das war nicht Psycho. Never mind, ich habe nur physische. FLG ist ein Genie. Zornkling. Oh nein. Bitte spam nicht immer weiter Zornkling und boost das zu 3 Milliarden, weil das könnte ein Problem werden. Egal, mit Psychostoß sollten wir das mit der Zeit langsam besiegen können, dieses Zauberhaus. Ich meine, es hat nur noch ein bisschen, also passt das. Haben wir eigentlich. Warte mal. Gwilligat, haben wir ein Item, weil wenn wir keins haben, dann können wir dem das Item einfach klauen. Und dann kriegen wir vielleicht irgendwas total episches oder so. So ein Megastein, das wäre nice. Ich weiß nicht, warum funktioniert. Wir haben kein Item. Okay, wir setzen mal Raub an. Mal gucken, was wir kriegen. Wasserschwimmen. Oh nein! Erdprioritär. Das sieht ganz lustig aus, wenn Taurus das einsetzt. So irgendwie. Ja, ich will gar nicht überlegen, wo das herkommt. So, hier, gib mir ein Item. So, meins. Okay, was hast du für ein Item gehabt? Krieg ich kein Item? Die Feuertafel. Mein Raub ist verstärkt worden. Nice, Level 56, perfekt. Okay, gut. Alter Rechler auch Level 56, klasse. Irokex. Also, das könnte... Überwirkung, das könnte ein Problem sein. Aber wir haben jetzt die Feuertafel und wir haben jetzt den verstärkten Raub. Also setzen wir das nochmal ein. Krafthalle. Warte, du gibst mir doch einen besseren Angriff, oder nicht? Weil Irokex hat gar nicht mehr so einen schlechten Angriff und... anscheinend doch nicht. Ja gut, setzen wir mal die Blatt... Setzen wir die Blattgeist mal nicht an. Wickel, oh nein, wir sind getrappt. Okay. Damit muss ich wohl leben. Lapras, also Pokogan, ist jetzt hier ein bisschen in einer brenzlichen Situation. Aber wir haben Blattgeist und hoffen mal, dass wir guten Damage machen. Oder auch nicht. Ist schon okay, ist schon okay. Ist schon okay. Können wir immer noch jetzt machen. Alles gut, alles gut, alles gut. Jetzt kommt irgendwie so ein Turmkick und ich fange an zu weinen. Triplette. Ja, meine ich doch. Tang war aber alles easy. Voll. Idiot. Hier, friss mal meine Blattgeiße. Oh, das war schon ein bisschen mehr okay, warum Crit, aber gut. Ich muss jetzt auf jeden Fall einen Hypertrank einsetzen, weil wir sind gewickelt und können nicht wechseln und ist alles doof. Aber wir haben genug Hypertränke, das ist auf jeden Fall gut. So, und hast du auf Lapras Damage gemacht? Das ist aber nicht so. Lass mal einen Hypertrank und bam, wieder voll. Ja, setzt die ganze Zeit Kraftteile ein, ich weiß nicht. Das Schade ist, Psychostoß können wir jetzt nicht wirklich einsetzen, weil unser Spezialangriff sollte jetzt ziemlich low sein. Ich meine, ich kann es mal testen, weil ich glaube, Psychostoß plus Blattgeist sollten immer noch ausreichen, aber wir gucken mal nach, wie viel Schaden das macht. Und bam! Oh, es macht sogar ziemlich viel. Können wir gleich Raub ansetzen und dann war es das mit dem Irokex. Warum auch immer er die ganze Zeit Blattteile ansetzt. Blattteiler, Kraftteile. Aber auf jeden Fall auf Wiedersehen, Irokex. Okay, das nächste Mal geht down. Mal sehen, was jetzt kommen wird. Okay, gut. Nicorrechter 56. Okay, es kommt Sichlor. Oh Gott, Level 58. Können gefährlich sein, vielleicht ist Blattgeist sehr effektiv. Metronom, oh oh. Das kann gefährlich enden. Nietenranke. Okay, gut. Das passt noch. Hier, friss mal die Blattgeißel. Das passt doch bestimmt, oder? Das macht ein bisschen was. Damit kann ich leben. Wir haben 10 davon. Zuschuss. Oh Gott, was holst du dir? Hol dir nichts Gutes, hol dir nichts Gutes. Härtner. Oh, warum muss es Härtner sein? Oh Gott, dann friss mal weiter meine Blattgeißel. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was hat Lapras eigentlich für einen Typen. Ich hätte gemeint, es wäre Flug, aber es ist...
Es ist normal. Warum setze ich nicht die ganze Zeit den Stab-Move ein? Psychostoß. Inferno, okay. Gut, dass du Inferno hast. Friss mal besser den Psychostoß, das ist ein bisschen besser. Und zur Not finde ich dich jetzt mit Raub. Zuschuss. Ja, hol dir am besten wieder nichts Gutes in die Sicherung, dann gehst du einfach dran. Pilchbohr. Natürlich hat irgendwas Pilchbohr. Oh Gott, nein. Und natürlich kriegt der Pilchbohr, okay. Aber Lapras ist so ein Langschläfer. Lapras will einfach nur ein bisschen schlafen, das passt alles. Inferno Mist natürlich, ja. Warum setzt es auch ein? Kann er weiterhin gerne einsetzen, weil dann verfehlt er weiter und dann passt das Ganze. Zuschuss, bitte krieg wieder nichts Gutes, das wäre gut. Diamantstoß. Oh nein. Aber das ist Pflanze, das passt schon. Wir sind normal. Macht trotzdem Schaden und wir schlafen. Das ist doof. Aber wenn wir jetzt aufwachen, passt das Ganze. Metronom, oh Gott. Das kann natürlich wieder alles heißen und es heißt Wasserdüse. Ja gut. Ja gut, also Wasserdüse. Damit kann ich schon leben. Und Raub, ja wir wachen auf. Perfekt, das Sichler sollte down gehen. Also sehr effektiv. Wir hätten das mal direkt eingesetzt, aber nee. Aber immerhin ist Sichler down. Oh mein Gott. Aber Lapras zeigt echt, was es kann. Wo eben genau? Okay, ich glaube, ich nehme die Chance mal und wechsle mal ein anderes Pokémon. Ich glaube... Was wechsle ich denn? Also wechsle mal einen Puma, heilen dann hin an Pokégan, weil er hat doch vermutlich jetzt gedroppte Angriffs- und Spezialangriffswerte. Und ja, dann kriegen wir da auf jeden Fall wieder ja, die Moves. Diamantsturm, okay, wir sind Grasboden, das können wir gerne machen. Wir können danach Step-Siederwasser einsetzen und das passt. Okay, gut, heilen wir jetzt erstmal Lapras hoch. So, Lapras wieder hoch, perfekt. Gut, und jetzt erst einfach mal Siederwasser ein, würde ich mal sagen. Pfund. Och, das ist süß. Auch wenn es Eis wird, nicht so viel gemacht. Ja, komm, Siederwasser, weil wohin genau hat halt keinen Angriff. Also, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie offensive Wert hat, weil du brauchst die halt nicht auf wohin genau, aber. Weil, du, beziehungsweise du kannst die eh nicht benutzen. Hast du da eingesetzt? Teufel? Nein. Na gut, was sind die Angriffswerte von wohin genau? Ah. 33 und 33. Eine wahre Gefahr für die Menschen. Der Burn wäre jetzt ziemlich nice, aber den kriegen wir natürlich nicht. Warum auch? Giftdorn. Ja gut. Dann brauchen wir doch nicht einen Burn, wenn wir Giftdorn haben. Unser Voluminas, so heißt das Ding. Ist ein Gott. Das kann man ja sagen. Okay, einmal mal unser Puma hoch. Haben wir irgendwas, was 100 KP heilt? Weil dann würde ich das besser einsetzen. Nö. Ja, müssen wir weiter den Vorrat an den Übertränken einsetzen. Die haben ja auch Cherry Moves, das heißt, ich kann eher verwechseln und, warte, ich habe Ruheorte. Ne, ich habe auf Lapras Ruheorte. Mimikeben. Klau dir ruhig mein Siederwasser. Ich glaube nämlich, dass mein Siederwasser jetzt einfach ausreichen würde. Und dann ist mir das ziemlich egal, was du hier mir kopierst. Also setzen wir es ein und hoffen einfach mal, dass wir ihn aus. Wir haben Genesung. gut, dass ich das wusste. Okay, auf jeden Fall, wo ihn genau geht, down. Das hätte was Nerviges werden können, aber wir haben zum Glück gehabt und ja. Es kommt Siberion in Kampf. Das würde den Jolly Beartick freuen. Das könnte gefährlich werden, wenn es einen Eismove hat. Hat es aber bestimmt nicht, und wir würden noch auch kommen. Voluminas, ich erinnere mich an deinen Namen. Natürlich verbrennst du ihn. Perfekt. Boah, Schnabel, ja, jetzt ist es mir egal. Oh mein Gott, das macht viel. Okay, gut. Setzen wir mal Genesung ein, heilen es mal hoch und dann gucken wir mal, was er noch so drauf hat. Das sollte aber eigentlich passen. Ah, gut, dass wir Genesung haben. Und wieder voll. Was willst du jetzt machen? Bauchtrommel. Cool. Wait, stirbt er jetzt nicht einfach durch Burn? Ah, gut. Er hat sich effektiv selber gekillt. Danke. Dafür haben wir eine Freizeit für Genesung bekommen. Okay, gut. Die AI ist manchmal nicht die klügste. Muss man ganz ehrlich gestehen. Also der Bauchtrommel in Burn Self-Kill, das war schon ein Play, der verlangt einiges. Okay. Verbrennen wir jetzt am besten noch das Mon und dann sollten wir das eigentlich geschafft haben. Dann sollten wir Sensory easy besiegt haben. 6-0, ja. Hatte keine Chance. Nicht so effektiv, aber wir können trotzdem mit Donner zahlen. Vielleicht vergiften wir ihn auch, das wäre genauso gut. Nein, ja, es wäre weiter Siedewasser. Vielleicht ist er auch Stahl. Ne, vielleicht ist er auch Gifttyp, deswegen kann er nicht vergiftet werden durch Giftdorn, das kann sein. Aber wir spammen weiter Siedewasser. Vielleicht. Ne, er kann nicht. Doch, er kann Feuergift sein. Er kann nicht verbrennt werden und nicht vergiftet werden. Das wäre jetzt ziemlich blöd für mich. Aber okay. Aber ich kriege auch nicht den Burn. Und nicht die Vergiftung. Es kann wirklich sein, dass er Feuergift ist. Das wäre natürlich schon krass. Also da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ein Counter-Mafax so. Nö, da kommt nichts. Also ich gehe mal davon aus, dass es Feuergift ist, weil das macht auch keinen Schaden. Nö. Also ich versuche noch einmal und dann setze ich Psychop ein. Aber das ist schon echt krass. Dann ist Pflanze auch vierfach resistet. Wonach der Schaden noch aus. Ist nicht Feuergift. Ist vielleicht
Stahlgift, würde ich schon sagen. Okay, auf jeden Fall ist er verbrannt, das ist gut. Ja, okay, perfekt. Ich denke mal, wir gucken nach, ob er Stahl ist, indem ich jetzt einen Surfer einsetze. Ja, er ist dann vermutlich Stahl. Feuer kann er nicht sein, weil er ist ja verbrannt. Gut, dann passt es. Oder ist vielleicht... Der hat mich gepaart mit Donuts. Okay, ich habe auch die Dings bekommen, das passt schon alles. Setzen wir jetzt noch einmal Psychop ein und dann wechseln wir, glaube ich, aus. Dann passt das Ganze. Er setzt weiter Ruhe rein. Okay, ich gehe mal davon aus, dass er Stahl ist. Das heißt, ich setze gleich einfach eine Kampfattacke ein. Und dann sollte das mal Faxo down gehen. Okay, dann halt eben nicht. Und eine Bodenattacke. Ich glaube, ich habe eher mehr Bodenattacken im Team, deswegen gucke ich mal gerade nach. Warte, das war ein Resist. Das heißt, vielleicht, was ist denn? Ich wollte gerade Pflanze, Wasser sagen. Nee, Gift auch nicht. Was ist denn Resistet dagegen? Nee, Stein. Stein könnte es sein. Okay, warte, was? Du bist Eis. Das ist keine gute Idee. Du bist doch Wasserfee. Das ist auch keine gute Idee. Alex, du hast doch bestimmt... Nein. Snivy wird tanken. Ich kill's einfach mit der Mundgewalt. Snivy wird schon tanken. Das passt schon. Ach, er ist eh verbrannt. Warum mache ich mir da Gedanken? Okay, gut. Donnerzahn, ja. Das wird jetzt sehr effektiv sein, weil das ist nicht Gestein. Keine Ahnung, was das ist. Das ist noch nicht... Keine Ahnung, der Typ ist so schlecht. Chill. Terra. Ich gucke jetzt nach. Oh, gut, dass ich keinen Vollmove eingesetzt. Es, Flug. Okay, deswegen hatte Pflanze keinen... Vielleicht ist er gar nicht Gift. Vielleicht ist es einfach... Ah ja, Boden ist auch... Setz mal einfach die Kreuzflamme ein. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, normalerweise würde mich das jetzt selber treffen, aber das ist die Unlicht-Kreuzflamme. Also ja, who even cares? Oh mein Gott, das macht viel. Und das ist auch ein Crit gewesen, perfekt. Und ja, gut, dann sollten wir ihn jetzt auf jeden Fall ausnocken. Wir sind, ja, schneller, weil mein Faxo ist super langsam. Eben habe ich gedacht, okay, jetzt setzen wir Vakuumwelle ein, aber nee, der Dude ist langsamer. Also das kriegen wir nicht, knocken wir einfach aus und critten ihn zwar mal. Ja, verdienen wir Faxo. Und wir haben Sensory Seed, na, geht doch, perfekt, okay, gut. Ah, Sensory vom Team Meat geht down. Mit dir zu kämpfen macht wirklich Spaß, aber ständig zu verlieren kratzt an meine Ehre. Ja, dann gewinnen wir mal lieber. Ich erinnere mich an einen Kampf gegen... Was? Es war gegen Felix. Boah, mich zerstört hat. Oh mein Gott. Das war krass. Boah, toller Kampf. Ihr zwei wollt es aber echt wissen. Danke, Max. Mir ist mit dem Kampf aufgefallen, dass du auf einmal zu... Ich hab gedacht, jetzt kommt, dass du so gut aussiehst. Was eigentlich, warum Felix? Das ist die richtige Frage. Das ist beim Kampf-Dojo. Echt, beim Kampf-Dojo? Tut mir leid, Leute. Ich war so in meine Kampf-Tanz-Performance vertieft, dass ich total die Zeit vergessen habe. Und warum, Felix, hast du geeignete Pokémon für den Tanzteam gefunden? Ja, das habe ich. Das Tanzteam meiner Träume nimmt mehr und mehr Form an. Super, das freut mich für dich. Ach ja, hört mal alle her. Ich möchte unbedingt zu diesem gruseligen Haus gehen. Das ist in der Romantia City, du meinst, wegen dieser Gerüchte. Ja, also eigentlich möchte ich nicht zu diesem Haus. Das Gruselhaus. Leute, hört ihr auf mich? Ja, aber es ist gruselig, aber müssen wir doch nicht... Leute, nein, jetzt lauf nicht, nein, Leute, das, Max, hörst du auf mich zu? Hörst du mir zu? Nein, Max? Ja, genau, du weißt doch. Motivation? Meine Motivation ist, Geister auszugehen, ich möchte eigentlich nicht, aber wie am Rande. Max, nein! Verdammt. Blöde Freunde, und jetzt regnet es auch noch. Können wir rutschen? Das ist die wichtige Frage. Und? Okay. Erstmal die Pokémon wieder heilen. Weil wir haben sehr viel AP verschwendet und. Also natürlich nicht verschwendet, das war keine Verschwendung, das war alles guter Nutzen, aber trotzdem. Ja, ja, danke, das führt zu gute 14. Da komme ich gerade her, mein Lieber. Also vielleicht wusste ich das schon, aber. Ja, gut. Ich glaube, ich hole mir noch ein paar Hypertränke, weil ich möchte echt nicht keine Hypertränke haben. Das wäre sehr, sehr schlecht. Also besser mehr kaufen als weniger haben irgendwie. So, ja. Ihr versteht schon, was ich meine. Okay, Hypertränke. Und zwar bitte 3 Milliarden. Ja. Okay, eigentlich. Ich habe so viel Geld. So, jetzt haben wir 30 Hypertränke. Jetzt bin ich auch mal zufrieden, okay? Gut, dankeschön. Auf Wiedersehen. Danke, dass ich, ihr Kunde sein. Habe ich eigentlich Bälle? Also, ich weiß, ich bin eine Frau, aber. Habe ich Pokebälle? Ich habe Pokebälle. Pokeball? Hyperball ist die Frage. Ich mag es, dass wir keine Balltaschen mehr haben. Okay, 20 Bälle. Hyperbälle. Das sollte passen. Ja, gut. Fahren wir weiter. Und gucken wir mal nach.
ob wir jetzt einen neuen Encounter kriegen, denn auf der Route sollten wir sogar einen kriegen. Also freue ich mich doch, wenn wir jetzt einen bekommen würden. Ja, so ungefähr. Ich würde mich wundern, wenn das... Ah, okay. Die Route ist tatsächlich was? Hm, was soll denn vorne sein? Ah, da passt schon. Wir können das Item klauen und dann... Ich glaube, die wilden Pokémon werden uns alle hassen. Die Sache ist, das Item... Reshiram, Mensch, wir haben doch schon Zekrom. Da werden Reshiram doch gar nicht mal so schlecht im Team, nicht wahr? Es ist Level 30. Oh Gott. Wie mache ich dir keinen Schaden? Also, mache ich dir Schaden, aber nicht genug Schaden, dass du nicht sterben wirst. Vielleicht eine Vakuumwelle? Vielleicht ist das die Taktik? Aber... Plage? Starkes Plage. 20. Okay. Wenn du durch Plage stirbst, dann bist du ein schlechtes Pokémon. Also im Uber ist Reshiram generell ein bisschen outclass, aber... Okay, was heißt das? Die nächste Attacke wird... Okay, die nächste... Ist mir egal, dass es jetzt Elektro ist. So, wenn ich ehrlich bin. Okay, komm, das ist... Das macht nichts! Oh mein Gott! Ich habe gedacht, das macht so irgendwie 70%, 80% oder so. Aber es macht einfach 5. Gut. Gut. Okay. Ich möchte aber auch nichts anderes. Warum macht das 5? Okay, gut. Spam einfach weiter Plage. Kriegen wir das langsam down. Und dann fangen wir uns an Reshiram. Perfekt. Gut. Krafttausch. Okay. Okay, mein Angriff, mein Spezial. Angriffsset wurde getauscht oder so. Ich möchte nicht, dass es mit der Zeit stirbt, deswegen... Obwohl, warte. Ein bisschen mehr Plage können wir noch einsetzen. Weil ich glaube, der ist bald dann von Plage befreit. Und jetzt werden wir weiter Plage spammen, dann stacken wir das ja nicht. Dann ist er trotzdem irgendwann befreit und dann passt das Ganze. Weil ich möchte nicht eine neue Plage starten und... Ja. Gut, jetzt müssen wir Pokébälle werfen, weil sonst stirbt Reshiram in der nächsten Runde. Das wollen wir nicht. Ich hoffe zumindest, dass es so passt. Okay, ich glaube, für das Ding brauchen wir einen Hyperball. Und wir werfen einfach mal, einen Hyperball und gucken mal nach. Komm schon, Reshiram, du möchtest bestimmt auch ein Team. Ich habe einen Zekrom, okay? 1, 2, 3. Yes! Wir haben Reshiram und Zekrom in unserem Team. Gut. Gut, dass wir Reshiram und Zekrom haben. nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Es ist eine Fee. Cool. Okay. Wie nenne ich das Ding? Ich möchte das eigentlich nach mir benennen. Das hat einen besonderen Grund. Weil das Zekrom ist nach Alex benannt, also nenne ich das nach mir. Das hat was mit einer... mit einem Bild zu tun. Das erkläre ich irgendwann anders. Auf jeden Fall benenne ich das nach mir und das werde ich aber nicht benutzen. Oh, also, außer Zekrom stirbt. weil wir spielen Y. Y hat die Welt und die Welt hat es dunkel. Und Zekrom ist echt dunkel, deswegen wird es wegkommen, aber Reshiram ist weiß. Das passt schon. Gut. Packen wir mal Alex nach vorne, wo wir gerade schon Reshiram hatten. Weil da passen wir schon ein bisschen Nutz. Alex haben wir diesen Part noch gar. Okay. Nö, sag nicht, dass das. Lady, lass uns kämpfen. Kampf ist besser als hier rumzuwarten. Ah, sie an den Trainer. Okay. Wer bist du? Schon wieder der Champ, also die Champion, Dianfa. Hallo Dianfa, ne? Litumüt, okay. Aha, lieber Champ. Komm da mit den gefährlichen Geschossen direkt. Okay, ja gut, Alex sollte damit kurzen Prozess machen. Wir setzen einfach mal, ja, das gute Aeroas ein. Das sollte dann eigentlich, ja, fast schon down gehen, ich weiß gar nicht. Patroni. Prio, die neuen macht. Gut. Ja, Litumief, und jetzt predicte ich, dass du nochmal Patroni einsetzt und ja, er kommt natürlich wieder, bam, und sehr effektiv, und auf Wiedersehen, Litumief. Wie die KP aber so super langsam runter gegen so Aeoras, bam, KP, ziemlich nah runter, und die Schlag macht mehr Schaden, aber die KP geht langsam runter. Bisbug, Mensch, du bist aber ein tolles Pokémon, Tiefschlagen will ich auch mal. Oh mein, wait, was ist das? Abgangstier gerade? Mal an. Das nimmst du zurück. Hier, frisst das Aeroas. Nee, 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 nee. Das sehe ich gar nicht ein. Abgangstier. Das macht nichts. Nein! Hör auf! Oh Gott. Ich habe eine bessere Taktik. Ja, wenn du mich nicht angreifen willst, dann greife ich dich auch nicht an. Dann triff dich doch selber. Ich bin zu fein dafür, dich anzugreifen, okay? Blödes Bissbug.
Ladenschuss. Jetzt greift er an, jetzt greift er plötzlich an. Ja, ja, ja. Und kriegt die Paralyse. Ja, 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 ja. Ja, weißt du was? Friss jetzt einfach mal diesen Tiefschlag. Genau, ich wusste, dass du mich angreifen wirst. Und dass das nicht sehr effektiv sein wird. Das wusste ich alles. Und dass du nicht mehr verwirrt sein wirst. Das war mir alles sowas von. Ach, warum muss das mir passieren? Jetzt mal wieder Konfusstreuer ein. Abgang. Bissbug, nein. Okay, gut. Ich bleib erstmal drin, tank dann gleich einen Seher und dann wechsle ich aus. Weil das, nee. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Gut, mal gucken. Trifft dich selber perfekt. Ja, das ist gut. Bissbug hat nämlich gar nicht mal so einen schlechten Angriff, deswegen ist es ziemlich schön, wenn es sich selbst trifft, weil da macht sich auch eine Menge Schaden. Und wir werden vom Seher getroffen, mal sehen. Gut, ja, wir müssen aber auswechseln, weil das ist sonst blöd. Nico sollte passen. Wir hatten Nico noch nicht draußen, also Nico. Hau den Jungen mal weg. So, bam. Jetzt haben wir auch endlich Stab auf Nico. Wait, wir haben Stab im... Warum benutzt ihr nicht die ganze Zeit schon, Nico? Abgangsjade, als ob das was mehr da... Das ist quasi eine Kaskade. Nur heißt Stärke und ist Stab und im Regen. Oh mein Gott. Nico ist so gut. Könnt ihr selber kommen. Ja, niemand kann Nico treffen. Nico ist einfach zu gut dafür. Ja, friss mal meine Stärke. Und bam, ja, einfach verprügelt. Ja, auf Wiedersehen, ja. Bissbug, du kannst nichts machen. Ich pack, glaube ich, auch mal Nico nach vorne. Weil Nico ist jetzt gerade so im Regen gar nicht mal so schlecht, würde ich mal behaupten. Oh, die Ducky reicht nur Level 57. Krass. Augen auf, heißt die Devise. Man weiß nie, was man sonst verpasst. Das stimmt. Haltet eure Augen offen und, ja, nutzt eure Möglichkeiten, würde ich mal so sagen. Keine Ahnung. So halb philosophisch jetzt von FLG am Nachmittag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das guckt. Dann, wann ihr das guckt. Bitte Zeit einfügen. Könnt ihr mal die Kommentare schreiben? Wann guckt ihr dieses Video? Vielleicht auch in der Dusche oder beim Abendessen mit euren Eltern? Das wäre komisch. Also, ich meine, wenn eure Eltern so ein großer Fan von mir sind, dann würde ich mich geehrt fühlen, aber halte ich für unrealistisch. Also, nicht, dass ich nicht liebenswert... Nicht, dass ich nicht eine liebenswürdige Person wäre, aber ich glaube, ich spreche eine etwas jüngere Zielgruppe. Okay, gut. Ihr könnt ja euren Eltern noch nicht zeigen. Ich glaube, die werden sich nicht so freuen. Okay, ein Riesenpilz. Perfekt. Ich glaube, ich kann damit so ungefähr nichts anfangen. Ich glaube, ich kann ihn verkaufen. Das war es aber auch schon ungefähr. Hier gibt es überall wild. Habe ich einen Topschutz oder sowas? Ein Hydra-Gil. Aber wir haben Nico. Nico killt einfach alles, also. Ja. Oh, Wolke. Nein. Mein Regenboost. Oh nein. Kampfgebrüll. Jetzt schrei mich nicht an, okay? Schreit er mich einfach an. Ich glaube, Takt. Stecknut. Auf Wiedersehen, Hydra-Gil. Auf Wiedersehen. Das Ding hat aber echt keine gute Death. Ich meine, das ist sehr effektiv. Hat jetzt nur noch mal Salz in die Wunden gestreut, aber. Das Ding hat wirklich keine gute Def, also. Falls was defensiv ist. Nein! Nein! Das Leben besteht nur aus peinlichen Situationen. Wie ich eben da einfach stecken geblieben bin, das war auch eine peinliche Situation. Um es nicht zu vergessen, brauche ich die prüfenden Blicke anderer Trainer wie dir. Okay. Dann schau dir mal die prüfenden Blicke anderer Trainer wie mir an. Angier. Das ist cool. Aber wir haben Nico. Und solange er keinen Grassnot hat, also so einen wirklichen Grassnot. Sollte das passen? Das ist Level 57. Das könnte gefährlich sein. Toxin. Na gut. Nicht so gefährlich, wenn es ein Toxin ersetzt. Also, ist zwar nervig, aber wir tanken. Vielleicht tanken wir das und dann passt das Ganze. Sehr effektiv. Ja, perfekt. Wir nehmen noch nicht mal Damage, können das Gift jetzt einfach weghalten und dann, ja. Jirik hat noch nicht mal irgendwas gemacht. Level 47 für Nico. Perfekt. Er möchte Lohe Kanonade lernen. Ja, Lohe Kanonade ist cool und so weiter, aber... Nee, nicht auf einem physischen Relaxo. Pokogunner reicht auch Level 57. Und Snivy auch. Unsere Mons. Wir sind alles auf dem gleichen Stand, was ziemlich cool ist, muss ich sagen. Ich glaube, nur Alex hängt gerade ein bisschen hinterher. Ich guck mal gerade nach. Wer ist noch Level 56? Vermutlich Alex, weil ich es nicht sehen kann, oder? Natürlich ist es Alex. Okay, Zeit, mein Thema zu heilen. Ich habe genug Geld, kann mir nachher eh viel Items holen. Also holen wir mal ein paar Hyperheiler ran. Oder habe ich irgendwie ein Gegengift auf jeden Fall? Zack. Und einen Paraheiler, das wäre noch am besten. Da haben wir einen Paraheiler. Ein zwar, aber Alex ist noch geheilt und dann noch einen Supertrank. Und perfekt, weiter geht es mit Alex. Denn Alex muss auch noch auf Level 57 kommen. Und, ich, gut, hier raus. Oh nee, nicht. Oh nein.
In einem früheren Leben habe ich vorausgesehen, dass wir uns hier und heute begegnen werden. Okay, gut. Das ist creepy, aber okay. Aber so wie du aussiehst, kann ich das noch verzeihen. Wenn das Schicksal ist, dann... Dann ist das Schicksal, mein Lieber. Ja, Plinfer, okay. Allein 50, ja. Dich sollte man einfach mit mal Eros ausmachen. Also da sehe ich eigentlich gar kein Problem. Plinfer und Ninfa. Auf Wiedersehen. Ja gut, Ah, oh, kein Level Up, schade. Magneton, das ist jetzt ein würdigerer Gegner. Mit, bitte Ohr. Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Als ob ich Angst vor einem... Es ist unnötig, ein Eisspeer. Ich habe Angst. Ich habe kein... Okay. Ich habe doch keine Angst. Das macht 5. Okay? Okay, das heißt, Steiner geht jetzt nicht an. Tieflag, okay. Oh mein Gott, er played mich. Er played mich einfach. Habe ich irgendwie eine Käferattacke oder eine Feenattacke? Oder? Ich kann auch regenerieren. Ich wusste bis eben nicht, dass es sowas wie regenerieren gibt und dann drückt man KP auf. Ich wusste das nicht. Okay. das wusste ich wirklich nicht. Habe ich nie benutzt. Fliegendes Käfer. Bam. Fliegen wir einfach mal in der Magneton, was normalerweise eigentlich vielfach resistet wäre, aber nicht in dieser Welt. Und man wird auch nie ein Wasserpump. Das war ein Giftstreich. Der zweite Giftstreich kommt zugleich. Ah, die Überreste. Nico, zeig mal wieder, was er kann. Fast wieder voll. Ja, fliegen wir hoch, wenn er nochmal Giftstreich einsetzt und uns nicht. Eisbär. Das ist effektiv. Meine Quittet. Und ja. Mach ein bisschen Damage. Vielleicht war das gar nicht mal so eine gute Idee. Egal, wir fliegen es einfach mal hoch. Natürlich kriege ich natürlich 5 Treffer. Das war klar, aber Nico, boah, wir fliegen einfach. Das muss wieder so wehtun. Stell euch das vor und Relaxo fliegt auf einen drauf. Oh Gott. Bah. Oh, ja, nee. Es lebt. Wie lebt man das? Ein Relaxo fliegt mit seinem ganz... Okay. Magneton ist ein Gott. Ich geb's zu. Giftstreich, okay. Das hängen wir. Hoffentlich vergiftet uns nicht. Gut. Und das Magneton geht down. Perfekt. Auf Wiedersehen und tschüss. Das war auch sehr effektiv. Hätten wir mal das eingesetzt, war für mich dann Feuer und nicht oder so? Vielleicht, keine Ahnung. Okay, gut. Alex hat Level 57 und endlich haben wir das Ziel erreicht. Perfekt. Was ich habe verloren. Wurde etwa das Kausalitätsprinzip umgeschrieben? Vielleicht war das Schicksal etwas anderes so, dass wir uns treffen, nicht dass wir kämpfen und du gewinnst. Hast du schon mal daran gedacht? Hast du schon mal daran gedacht? Nein, anscheinend nicht. Du hast mein Herz ge... Okay. Hallo. Wenn man mit der Natur eins wird, versteht man auch die Gefühle der Pokémon. Okay, gut. Dann erzähl mir was über die Gefühle, über deine Gefühle. Marquis Romeo, erzähl mir was über den Digimon. Wo hat er Schmerzen? Ich glaube, gleich wird er Schmerzen haben auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob du immer noch die Gefühle der Pokémon wissen willst, aber bald haben sie entweder keine oder es sind einfach nur Schmerzen. Also, es tut mir... Es ist schon wieder Unlicht. Und es ist so... Sonnentag. Er hat das Wetter entfernt. Damit wird er nicht davon kommen. Ja, davon kommen. Er wird mich jetzt angreifen. Ja, sowas von predicted. Oh mein Gott, getost. Auf Wiedersehen. Ja, der hat keine Chance. Okay, gut. Next Pokémon, Skoppel. Ja, Skoppel. Was fühlt Skoppel gleich? Skoppel, was fühlst du im Angesicht des Todes? Aioras kommt und Skoppel, das tut mir leid, aber ja. Es geht einfach down. Bis kurz, nein, mein Speed, aber ja, ich weiß, das Pokémon fühlt jetzt Schmerzen, mein Lieber. Und dein letztes Pokémon ist ein Simsela. Aber weißt du, was ich Simsalove bringen werde? In eine Welt. In eine Welt der Schmerzen. Umwandlung 2. Die Animation ist cool. Die wollen mich heute echt alle trollen, oder? Gehen wir in Puma. Und Puma sollte den einfach killen können. Das sollte passen. Puma de facto. Und, ja, gut. Rückenzug. Ja, ist okay, wenn ich nicht fliehe. Außer du hast einen Eisstrahl oder so. Also, okay. Nimm einen Eistypen Eisstrahl. Und es regnet wieder. Ich wusste gar nicht, dass der Regen dann direkt wieder anfängt. Ich habe gedacht, dann ist das Wetter für die... Bis zum nächsten Kampf wieder weg. Aber anscheinend ist es nicht so. Turbulär. Möchte ich jetzt removen für den nächsten Kampf. Aber hier, friss mal den Gifton, mein Lieber. Und jetzt hier das Stab. Siedewasser, tja. Damit kommst du vermutlich nicht so ganz klar. Plötzlich so viel Damage. Ja, und das nächste Siedewasser knockt dich garantiert aus. Tja, Simsela, was meinst du? Was willst du jetzt machen? Hast du noch irgendwie eine geheime Taktik, den Turbodreher? Vielleicht crittet er, vielleicht knockt er mich dann. Ah, nee, schade, Simsela. Ganz knapp. Oh, es war sogar ein Crit, aber hat nicht ganz ausgereicht. Und ja, Simsela geht auf jeden Fall auch. Auf Wiedersehen, Simsela. Keine Chance.
Also ich könnte GG sagen, aber wir wissen alle, dass das kein GG war. Okay, gut. Ja, wenn man so richtig Scum ist. Ja, ich weiß, ich bin stark, dankeschön. Ich kann aber nicht im Gesicht die Gefühle der Pokémon sehen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, die Dame da, hi und tschüss. Hä? Wie komm mit... Hä? Achso. Also Max war vor mir da. Ich hab gedacht, wir gehen in so ein riesiges Haus. Gott. Was für so... Hast du wirklich Angst, Felix? Hast du wirklich Angst? Du schlachtest aber ein halbes Pokémon-Team ab und hast Angst, in so ein dämliches Haus zu gehen? Bist du des Wahnsinns? Ja, also nee, manchmal die Jungen von heute, die kann ich nicht mehr verstehen. Ja, und in diesem Haus lebt ein Geist, ein Geistermensch. Da legen wir mal los. Da ist jemand. Ganz offen. Wie, was ist denn? Achso, es sagte, es begab sich vor langer, langer Zeit in einer dunklen und stürmischen Nacht. Der kalte Regen prasselte auf mich herab. Ich hatte mich im Wald verlaufen und fand mich irgendwann vor diesem Haus wieder. Das Licht funktionierte nicht, also durchsuchte ich von Angst erfülltes Haus. Es deutete nichts darauf hin, dass sich sonst noch jemand in dem Haus befinden würde. Ich tastete mich bis in die Kirche vor und fand dort einen Kühlschrank. Als ich ihn öffnete, erhellte das schwache, fahle Licht das Zimmer ganz leicht, sodass ich endlich ein wenig vom Inneren des Hauses erkennen konnte. In einer Ecke des Raumes kauerte ein Mann. Ich war im Begriff, auf ihn zuzugehen, um ihm zu erzählen, dass ich mich verlaufen hätte und ihn zu fragen, ob er mich diese eine Nacht hier übernachten lassen könnte, als plötzlich die Stimme des Mannes ertönte. Nicht näher kommen. Ich entschuldigte mich und versuchte, dem Mann meine Situation zu erklären. Bitte, Sie müssen mir helfen. Der Mann erwiderte nur, ich rede nicht mit dir. Ich erschrak und starrte den Mann verdutzt an. Daraufhin fragte mich der Mann, kannst du sie nicht sehen? Hinter dir die Männer ohne Gesichter. Okay. Da war sie also. Meine große Geschichte, an die ihr euch sicher noch lange, lange erinnern werdet. Vielleicht wollt ihr mir... Trinkgeld! Ja, Trinkgeld! Der will nur Geld. Ja, genau. Nö. Ja, was wie vorher. Ne. Das wirklich so passiert ist. Da ist noch nicht mal was passiert. Da waren Leute hinter ihm, das war's. Aber ich hoffe, mein super Vorlesen, das hat gepasst. Wenn ihr wollt, könnt ihr meinen super Vorlesen auch selber noch hochladen und dann habt ihr FLGs Geistergeschichte. Das müsst ihr wissen. Ja. Das wäre auf jeden Fall lustig. Gut. Okay, gut. Ich glaube, wir sind durch. Und sind in Romantia City. Nice. Okay, gut. Ich denke mal, ich hatte mal mein Team und ich würde sagen, wir haben eine neue Stadt erklommen und haben ein bisschen mit CDC geredet und mit dem Professor und mit unseren Freunden und ich glaube, das war ein lang genuger Tag. Wir haben keinen Pokémon verloren und das ist auch gut so. Wir haben Richard angefangen. Warte, ich gucke mir vorhin nochmal an, was das Richard so kann. Weil da bin ich echt gespannt, weil vielleicht ist es so richtig OP, das wäre nicht schlecht. Es hat Notschutz, okay, das ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Ist halt die Fähigkeit von Milotic. Donnerschock, das macht nichts, Elektrifizierung und Schattenschutz. Okay, es kann keine Angriffe, aber vielleicht lernt der Bene irgendwann noch was, wer weiß. Aber gut, das wäre dann der Part. Ich hoffe, er hat euch Spaß gemacht. Wenn das gemacht hat, dann könnt ihr einen Daumen hoch lassen oder auch schreiben, was euch besonders gefallen hat oder so. Ich verabschiede mich, ich wünsche euch dann viel Spaß beim nächsten Part und bis dann und ciao.